Das Zitat zum Demo-Sonntag. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und trotzdem eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher. Bertolt Brecht. Nach dieser Definition eines großen Linken übrigens, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser sinnlosen Kriegstreiberpolitik, aber auch den offengelegten RKI-Files, sind die Medien und diese gesamte Hampelbude ein Haufen von Verbrechern. Auch über euch gießen sie den braunen Eimer aus, inhaltlich können sie sich gar nicht stellen, also wird diffamiert und verleumdet. Aber der Wind dreht sich, weil wir alle zusammenstanden und weiterhin zusammenstehen. Und es geht schon lange nicht mehr um rechts oder links, es geht nur noch um oben und unten. All ihre Restriktionen. All ihre Restriktionen, Petitionen und Gesetzesänderungen, alles Geschraube am Grundgesetz basiert auf Lügen und sie wissen es. Ob es um die Pandemie ging, um diese Drecksbrühe, die sie per Massenexperiment in die Arme der Menschen gedrückt haben, die große CO2-Lüge, die Indoktrination unserer Kinder und am perfidesten, denn das ist das Schlimmste, was sie uns allen antun, der Kampf gegen das vermeintliche Rechts. Alles basiert auf Lügen, wissentlich, aber Lügen haben kurze Beine und deswegen werden sie, wenn wir weiter durchhalten mit diesem ekelhaften Schmutz, nicht mehr lange durchkommen. Sie haben solch unglaubliche Angst vor unserer Solidarität, dass sie unsere Veranstaltungen manipulieren. Sie lassen die Fahrzeuge teilweise nicht durch. Sie schleusen ihre Gesinnungsaffen ein. Sie schicken Spalter in unsere Orgas. Sie manipulieren auf Facebook und anderen Plattformen. Sie lügen dem Volk die Hucke voll rund um die Ohren, rund um die Uhr ohne Unterlass. Der Zwerg mit Demenz hat in einer Ansprache zum Ramadan die Lüge der Deportation vom vermeintlichen Wannsee 2.0 wiederholt und es wurde auf Arabisch übersetzt, um sicherzustellen, dass auch die Muslime im Land diese ekelhafte Lüge in ihre Köpfe kriegen. Vorgestern feierte er sich in aller Öffentlichkeit für die florierende Wirtschaft im Land. Er sieht keinerlei Probleme, ist auch schwierig, wenn du gerade so über so einen Tisch drüber gucken kannst, siehst du sowieso relativ wenig. Die Menschen im Land sind am absoluten Limit. Ja, YouTube, persönliche Meinungsäußerung. Die Menschen im Land sind am absoluten Limit. Landwirte kommen dank unzähliger Vorschriften, eine hirnloser als die andere, kaum noch über die Runden. Sie hangeln sich mit einem Kredit nach dem anderen durch. Sie wissen nicht mehr ein noch aus und könnten, wenn sie wollten, ihre gesamten fruchtbaren Flächen schon lange denen abtreten, die mittels Photovoltaikanlagen unsere Landschaften schrotten. Aber sie wollen es nicht. Sie wollen gesunde, regionale Lebensmittel für unsere Menschen anbauen. Sie haben mehr als 70 Jahre den sozialen Frieden in unserem Land sichergestellt mit ausreichend Lebensmitteln für alle. Und die meisten von ihnen sind schon mit dem großen Traum aufgewachsen, es ihren Ahnen gleichzutun, die auch Bauern waren. Sie wollen die Landwirtschaft ihrer Väter und Großväter weiterführen, auch ihnen zu ehren. Sie arbeiten sich den Hintern ab, 7 Tage die Woche, kein langes Schlafen am Wochenende, kein Kurztrip nach sonst wo, immer vor Ort, immer am Knuffen, die Hände groß und rau von der Arbeit bei jeder Jahreszeit. Und wie wird es ihnen gedankt? Sie werden dargestellt wie Schmarotzer, weil sie 20 Cent Vergünstigung auf den Diesel möchten, 20 Cent bei einem Preis von teilweise 2 Euro pro Liter. Und einem durchschnittlichen Verbrauch von 45 bis 60 Litern pro Stunde beim Pflügen. Da geht es nicht darum, dass die auf irgendeiner Party fahren. Die arbeiten für uns alle. Und das sollten sich diese ekelhaften Klappspaten mal ausrechnen. Das wird aber schwierig. Das wird aber schwierig, wenn deine Eltern dich jeden Tag mit dem Bus zur Baumschule geschickt haben, obwohl Baumschule auch nicht passt, denn Holz arbeitet ja zumindest. Wenn man Dummheit in Energie umwandeln könnte, dann hätten wir unter der grün versifften Glaskuppel in Berlin schon die Kernschmelze. Aber nicht nur die Landwirte sollen
zerstört werden. Nein, der gesamte Mittelstand weiß nicht mehr ein noch aus. Der Stand der Insolvenzen ist so hoch wie nie und unzählige Firmen wandern ab. Sie expandieren nicht, wie der Zwerg mit Demenz meinte. Sie schließen ihre Standorte hier und gehen ins Ausland, weil es nicht mehr möglich ist, rentabel zu wirtschaften, weil die Atmosphäre im Land immer bedrückender wird. Denunzieren wird zum neuen Hobby. Und das alles haben wir im Osten schon zweimal erlebt. Das neue Zentralkomitee 2.0 mit Erich Mielkes Zwillingsschwester, meiner persönlichen Freundin, Fancy Naser, als regenbogenfarbener Gesinnungswärterin und unserem total versagenden Märchenbuchprinzen Mimimi, der vor kurzem in den Medien beim Luftangriff in Kiew im Bunker war. Leute, unser Problem war fast gelöst, als irgend so ein Vollidiot die Tür wieder aufgeschlossen. Dieser Mann redet mit uns, erklärt jedes Problem auf einer Pressekonferenz so, als hätten wir nicht mehr alle Latten am Zaun. Und dann gibt's noch den Gruppenratsvorsitzenden aller total Verblödeten unter der grün versifften Glaskuppel. Und sie alle arbeiten unermüdlich daran, ein Land zu zerstören, das sie sowieso schon immer zum Kotzen fanden, und ein Volk, das es nach deren Meinung weder gibt noch braucht. Sie und all ihre Wasserträger im öffentlich Entrechteten, den Printmedien und den kleinen Speicheleckern in der Lokalpolitik, sie alle sind die Wohlstandsvernichter, die Nestbeschmutzer, die Kriegstreiber, und sie beginnen, sich faschistischer Strukturen zu bedienen. Sie lügen, sie manipulieren, sie bezeichnen jeden aufrechten kritischen Menschen als Rechtsradikalen. Sie zerstören unsere Heimat, und das dürfen wir nicht zulassen, denn wir haben nur diese eine, und unsere Eltern und Großeltern haben unermüdlich dafür geschuftet, aus diesem Haufen Asche nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ein Zuhause für uns zu schaffen. Wir sind es Ihnen, aber auch insbesondere unseren Kindern schuldig, das zu erhalten. Genauso wie unsere Tradition, unsere Kultur und unsere regionale Küche, vom Thüringer Kloß über den Brandenburger Spargel, von der Spreewaldgurke bis hin zum Zander, ein Kartoffelsalat, nicht immer nur Döner, Döner, Döner. Ihr merkt schon, ich bin auf Frühlingsdiät, da redet man viel übers Essen. Ganz ehrlich, ihr Lieben, wir müssen aufpassen, dass all diese Besonderheiten nicht verloren gehen. Auch sie machen uns aus, denn beim Genuss all dieser Speisen kommen die Erinnerungen an bessere Zeiten. Und was schweißt mehr zusammen, als gemeinsam zu essen und sich zu erinnern? Erinnern wir uns doch daran, wie schön es war, als man die Haustür offen lassen konnte. Erinnern wir uns, wie herrlich frei wir uns fühlten, weil wir in den Ferien nach dem Frühstück raus sind und erst abends wieder zurückkamen. Und unsere Eltern mussten sich keine Sorgen machen, ob wir noch in einem Stück und unvergewaltigt wieder nach Hause kamen. Erinnern wir uns an endlose Abende mit Nachbarn draußen hinterm Haus. Einer schmiss den Grill an und jeder brachte was mit. Das waren die Momente, wo es gemenschelt hat. So sind Freundschaften entstanden, Kameradschaft, Hilfsbereitschaft, die Familien hielten zusammen, und genau das soll zerstört werden. Wir sollen für die kulturelle Vielfalt auf der gesamten Welt blechen, und unsere eigene Vielfalt, auch in Form von unzähligen Dialekten im Land, wird verpönt und zerstört. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir zerstören keine fremden Kulturen, aber wir zerstören verdammt nochmal auch nicht unsere eigene. Ja. Ja, YouTube, persönliche Meinungsäußerungen. Ich find's gut. Wir sind Deutsche. Das ist kein Verbrechen, sondern unsere Nationalität. Es macht uns zu fleißigen, ehrlichen, strebsamen, manchmal auch etwas verbissenen, aber immer zuverlässigen Menschen, die auf der gesamten Welt für Innovation, Pünktlichkeit und Redlichkeit bewundert werden. Darauf können, dürfen und müssen wir stolz sein. Und es hat nichts Bedrohliches, nichts Verwerfliches und nichts Schlechtes, wenn wir sagen, wir lieben unsere Heimat, wir lieben unser Land und wir sind stolz, Deutsche zu sein. Diese infamen, nutzlosen Drecklappen, die sich Volksvertreter nennen, aber nur noch Volkstreter sind,
bekämpfen uns, wo sie nur können. Sie machen sich doch mittlerweile ins Hemd. Und warum? Weil wir immer mehr werden. Überall im Land sind Proteste von montags bis sonntags im Kleinen und Großen. Und auch außerhalb der Proteste wird der Unmut immer größer. Und es wird nur noch eine kurze Zeit brauchen, bis auch diese Menschen ihren Unmut in Mut verwandeln und mit uns auf den Straßen unterwegs sind. Warum seid ihr hier? Warum sind wir hier? Nicht, weil wir recht sind, sondern weil es unser Recht ist. Nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes haben wir das Recht auf Widerstand, wenn die Regierenden das Land zerstören. Und wir haben nicht nur das Recht, wir haben die Pflicht zum Widerstand. So geht es nicht weiter und eine Fortführung dieser Politik bedeutet den absoluten Untergang unserer Heimat. In den letzten 2 Jahren haben so viele Unternehmen Insolvenz angemeldet wie nie zuvor und erschreckenderweise eben auch der Weggang von Großindustrie und damit vordergründig natürlich der Verlust von tausenden Arbeitsplätzen, Steuerausfälle und Folgeinsolvenzen von Firmen, die im Verbund mit dieser Industrie gearbeitet haben. Zeitgleich, also in den letzten 2 Jahren, gibt unsere Regierung 200 Milliarden Euro für einen Krieg aus und damit für Tod, Elend und Zerstörung. Mit unserem Steuergeld haben auch wir für die Ermordung von Menschen gesorgt. Nicht, weil wir es wollten, sondern weil die Menschen, die geschworen haben, alles für das deutsche Volk zu tun, es so entschieden haben. Und so malochen wir Menschen mehr als 50% der Arbeitszeit nur noch für den Staat. Und der Staat verballert die Kohle im Ausland. Und für die Menschen, die all das erarbeiten, haben sie nichts übrig außer Verachtung. Wir haben im Geschichtsunterricht gelernt, dass man in der Feudalzeit den Zehnten abgeben musste. Der Zehnte für die Grünen, das entspricht 10%. Das nannte man Ausbeutung. Wir werden es wohl zukünftige Generationen nennen, was man heute mit uns macht. Diese Volkstreter stellen sich dem Volk nicht. Auf Wohlfühlveranstaltungen mit vorher ausgewählten Günstlingen lassen sie sich feiern. Selbst auf Messeveranstaltungen für das Handwerk, das muss man sich mal überlegen, kommen mittlerweile nur noch linientreue Messebesucher rein. Alles schön abgeriegelt von der Polizei, bewacht durch Heerscharen von Personenschützern. Sie plündern unser Land aus. Wo um alles in der Welt ist deren Demut? Wo ist Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Loyalität? Und deshalb fordern wir, sie haben uns unser Land gefälligst zurückzugeben. Fancy Naser stellt mittlerweile sogar unliebsame Gedanken unter Strafe, siehe Entschwört-Hotline, siehe Aufruf von eurem Brandenburger Verfassungsschutzchef, an Schulkinder unliebsame Posts zu melden und bis zu 5.000 Euro Strafe für eine Meinung, die nicht gefällt. Verifizierte Studien haben bewiesen, dass etwa 60% der Menschen mittlerweile Angst haben, ihre politische Meinung öffentlich zu äußern. 80% sind schon lange nicht mehr zufrieden mit der Politik hier und glaubt mir, während uns das erschreckt, feiern diese Drecklappen es als absoluten Erfolg. Denn diese charakterlosen Klappspaten wollen einfach nur stramm durchregieren und das geht einfacher, wenn alle die Fresse halten. Und genau deswegen machen wir die Fresse auf, denn so einfach machen wir es denen nicht. Die Grundlage einer Demokratie ist das Recht auf eine eigene Meinung und sei sie auch noch so kritisch. Außerdem der Austausch, der Diskurs, die Kommunikation, gerade auch mit Andersdenkenden. Deren diktatorisch anmutende Strukturen feiern sie als Demokratie und gelebte Meinungsfreiheit. Und die Tatsache, dass nach unseren Demos und Reden nicht sofort die Handschellen klicken, bedeutet nicht, dass es hier noch Meinungsfreiheit gibt. Denn wir alle werden mittlerweile hart abgestraft. Ob es die willkürliche Kündigung von Bankkonten ist, der Verlust des Arbeitsplatzes, Entzug der Krankenversicherung oder soziale Ächtung. Und wir alle sind keine Kriminellen. Wir handeln auf dem Boden der Demokratie unter Beachtung des Grundgesetzes. Selbst der Papst
wurde medial zerrissen, weil er es gewagt hatte, sich für den Frieden auszusprechen. Wahnsinn. Die machen vor nichts mehr Halt und das wird auch nicht besser werden. Wir müssen dafür sorgen, dass das ein Ende findet. Wir müssen verstehen, dass wir laut werden müssen. Wir haben nicht laufen und sprechen gelernt, damit wir heute kriechen und die Schnauze halten. Alle Vorbereitungen und Maßnahmen zur... Ja. Alle Vorbereitungen und Maßnahmen zur indirekten Enteignung laufen. Per Heizungs- und Dämmungsverordnung werden die Häuslebesitzer finanziell dermaßen ruiniert, dass sie über kurz oder lang ihre Häuser nicht mehr halten können. Den Landwirten kam man beim Agrardiesel nicht einen Millimeter entgegen. Herr Ruckwied hatte sein Bestmögliches getan, die Bauernproteste im Sande verlaufen zu lassen. So viel Lüge, Korruption und Verrat. Da könntest du einen Hollywood-Streifen draus produzieren und zeitgleich gönnte sich die Hampelbude für genau den Betrag des Agrardiesels neue Luxushelikopter. Glückwunsch. Die Speditionen krepeln am betriebswirtschaftlichen Existenzminimum, weil Maut und CO2-Steuern und alles, was als Folge daraus resultiert, absolut nicht mehr finanzierbar sind. Bei vielen stehen die Transporter auf dem Betriebsgelände. Die wenigen Rücklagen fressen sich quasi selbst auf. Aufträge können nicht angenommen werden, weil man nicht mehr schafft, kostendeckend zu arbeiten, geschweige denn kleine Gewinne einzufahren. Gewerke drehen durch, ob es Dachdecker, Fliesenleger oder Elektriker sind. Das macht nirgendwo Halt. Einkaufspreise haben sich zum Teil vervierfacht und diese Menschen wissen gar nicht mehr, wie sie die Preise noch beim Kunden umlegen könnten. Sie finden auch keine Auszubildenden. Die Bildungspolitik in diesem Land redet nämlich jedem ein, studieren zu müssen. Als wäre es eine Schande, mit seinen Händen ehrlicher Arbeit nachzugehen. Wer um alles in der Welt erwirtschaftet denn den Wohlstand? Der hart arbeitende Mittelstand, die Bäcker, die Fleischer, die Handwerker, die Landwirte und. Und was wollen denn diese Kackbratzen, Entschuldigung an die Kinder, was wollen die denn essen? Was wollen die essen, wenn nichts mehr angebaut wird? Woher wollen sie es holen, wenn es niemand mehr transportiert? Wer repariert das Dach, das Klo? Wer fließt das Bad? Wer baut die Straßen? Wer pflegt die Alten? Wer heilt die Kranken? Das Einzige, und dafür können wir ernsthaft dankbar sein, ist, dass Grün nicht ansteckend ist. Und da wir schon mal bei den Heimathassern sind, an die Grünen, wenn ihr euer Ohr ganz langsam auf eine glühende Herdplatte drückt, dann könnt ihr sogar riechen, wie blöd ihr seid. Überall, und zwar bis ins Kleinste, werden wir bevormundet von Holzbirnen, die in ihrem gesamten Landleben noch nie gearbeitet haben, die sich kaputt lachen über unsere Probleme, die wir ohne sie noch nicht mal hätten. An jeder kleinen Stellschraube wird gedreht. Das fängt in den Kindergärten schon an, geht über die Grundschulen zu den Weiterführenden und dann wird an den Universitäten nochmal richtig eine Schippe draufgepackt. Kritische Dozenten und Professoren erhielten keine Verlängerung des Lehrstuhls und wurden ausgetauscht mit Linientreuen. Weiter geht's damit, was man essen darf, wie man heizen darf, welche Baustoffe zu verwenden sind, welches Auto das richtige ist, mit wem man noch sprechen darf. Und wo man noch einkaufen darf, wen man wählen darf natürlich. Nicht vergessen, die Eimer mit der braunen Kacke, die sie über uns gießen, die werden noch größer werden, denn wir sind im Superwahljahr und man muss uns natürlich alle denunzieren, damit man sich den Posten sichert. Also wir hatten das schon mal, nicht nur einmal, es hat sich nicht wirklich bewährt und wurde vom Volk abgewählt. Wir brauchen diese Kinder, bitte Ohren zu halten. Scheiße, nicht noch einmal. Wir haben noch nie zuvor so viel Steuern gezahlt. Der Staat hatte noch nie zuvor so viel Steuereinnahmen und noch nie zuvor hat er zeitgleich so wenig für seine eigenen Menschen getan. Wir haben eine Mauer zum Einstürzen gebracht. Ihr, die hier steht, viele sind dabei gewesen. Glaubt ihr ernsthaft, dass wir vor einer verschissenen Ampel Halt machen? So, obwohl ich heute 2 Tassen Weichspüler hatte,
kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die über die Schärfe meiner Begriffe erschrocken sind. Ich habe mal gesagt, ich passe mich rhetorisch dem Level meines Gegners an. Und meine liebe Freundin und Patriotin Tina vom Kanal End- und Neuzeitreport, und in dem Zusammenhang grüße ich den Michael aus Karl-Marx-Stadt. Also die Tina hat mal über eine meiner Reden geschrieben: Schöne Worte sind nicht immer wahr und wahre Worte sind nicht immer schön. Ich hab die Schnauze voll von verbalen Wattebällchen gegen diese Inlandszerstörer. Die kommen vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Die einzigen Waffen, die wir haben, sind unsere Worte. Und deswegen müssen sie scharf sein und wehtun. Ihr lieben Mutigen hier und überall im Land, haltet durch. Zu jeder Zeit waren es immer die Menschen im Widerstand, die noch größeres Leid und Elend verhindert haben. Schließt euch an, fühlt die Stärke und den Zusammenhalt, fühlt den Stolz, aus der Ohnmacht in die Kraft zu kommen, und haltet durch. Gemeinsam retten wir unsere Heimat. Und es ist unser Recht und unsere Pflicht, alles dafür zu tun, dass unser schönes Land nicht vollends zerstört wird, dass unsere Kinder und Enkel eine lebenswerte Zukunft haben und dass das Werk unserer Vorfahren nicht komplett zerstört wird. Und deswegen fordern wir den Rücktritt dieser kriegstreibenden, machtgeilen, unmoralischen Hampelbude. Unsere Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika je hatte. Und deswegen an die Volkstreter unter der grün versifften Glaskuppel in Berlin: Ihr seid unsere Angestellten, und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert! Ja.